einigen architektonisch anspruchsvollen Stationen wurden Teile der Gestaltung Künstlern anvertraut. Dieses Konzept von Kunst im öffentlichen Raum wurde ein durchschlagender, international anerkannter Erfolg. Ich bin so ziemlich am Beginn des Zweiten Weltkrieges geboren, in einem Wiener Außenbezirk, in einem besseren Bezirk groß geworden. Meine ersten Freunde waren Tiagu und Anu Ramaswamy, das waren die Kinder des indischen Botschafters. Und natürlich waren da die amerikanischen Besatzungsmächte. Und dann war da mein Großvater, der ein sehr guter Geigenvirtuose war. Also bei den Indern habe ich sicher im Hintergrund indische Musik gehört, bei den Amerikanern Jazz. Damals wurde auch schon sehr viel Charlie Parker gespielt. Das kann ich mich so dunkel erinnern, rhythmisch. Und mein Großvater, wenn ich bei ihm gewohnt habe, meine Mutter war schwer krank, hat ständig die schwierigsten Violinkadenzen geübt. Paganini, Kreisler-Kadenz, Beethoven-Violinkonzert. Somit hat eine Art innere Akademie stattgefunden, das mir viele Jahre Schule wahrscheinlich erspart hat. Ich war dann gleichzeitig mit 18 in einem künstlerischen Freundeskreis. Ich habe Collagen gemacht, ich habe Akt gezeichnet, spontane Theateraufführungen, Lesungen mitgemacht, experimentelle Musik begonnen, ohne einer bestimmten Zielsetzung. Und irgendwann einmal mit 25 habe ich ein Inserat aufgegeben unter dem Titel Ornett, ich suche Musiker. Auch die Russen, nicht nur Fred van Hove in Belgien, wusste schon ab den 60er Jahren, dass es eine Reformat Unit gibt. Die Einladungen, um jeden Preis und um jedes Geld überall zu spielen, haben wir ausgeschlagen. Zu dem Zeitpunkt war es ein gemischtes Ensemble. Wir hatten einen durch die tschechische Revolution 68 einen polnischen Bassisten da, einen tschechischen Tenorsaxophonisten, der war allerdings nicht dabei, von den Masters of Unorthodox Jazz, den Ahmad Bechok am Klavier, Damali auf Blockflöte und Schlagzeug, mich auf Instrumental, Kuriosum jeglicher Art und so weiter. Und dann haben sich so Duos, Trios ergeben. Und bei einem dieser Duos und Trios saß plötzlich statt Mali Damali am Schlagzeug.
Ich glaube, dass er von dieser Lockerheit, wie wir miteinander umgehen, und dass wir so wie er in seinem Free Jazz keine Absprachen vorher machen, keine Zurechtlegungen irgendwelcher Programme, dass ihm genau das in unsere musikalische Nähe gebracht hat. Einer, der von der Marschmusik kommt, der findet es nicht komisch, wenn jemand einen sehr persönlichen Ton hat und nicht diesen klassischen geraden Ton. Und dieser ganze wienerische Zugang zur Musik, speziell dieses Musikertypus der Reformat Unit, ist nicht geprägt von einer Strenge, von einem sich selbst behinderten Intellekt. Es ist in einer ernsten Stimmung, werden Klänge und Töne ausgetauscht.